Weil Basketball mehr ist wie eine Sportart. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist ein Vibe. Es ist krass. Hier ist Leute, es ist Sonntag. Es ist wieder mal Zeit für Paul Gudde trifft. Und diesmal freue ich mich sehr, nochmal endlich einen weiblichen Gast hier im Basketballatelier begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr auf Instagram irgendwie aktiv seid und irgendwas mit Basketball zu tun habt in Deutschland, dann ist die liebe Aurelia auch keine Unbekannte für euch, weil sie da vor allem in letzter Zeit sehr, sehr aktiv ist. Aber darum und um viele andere Sachen wird es in den folgenden 20 oder so Minuten gehen. Willkommen im Basketballatelier, Aurelia. Danke, danke. So, wer die Aurelia nicht kennt, fangen wir natürlich wie mit jedem Gast vorne bei der Geschichte an. Aber bei dir ist es nicht die Basketballgeschichte und die Standardfrage, wie bist du zum Basketball gekommen, weil das wäre noch viel zu wenig Geschichte, weil ich weiß, dass generell Sport einen viel größeren Punkt in deinem Leben einnimmt als nur der Basketballsport. Wann ging es bei dir los mit Sport und was war es am Anfang, bevor du dann zum einzig wahren Sport gekommen bist? Ja, tatsächlich jetzt so 12 Jahre lang leistungsorientiert Sport und habe mal als Marathon, also Halbmarathonläufer angefangen und war mal so die Hälfte der Portion von jetzt. Okay. Das heißt, die Hälfte Portion von jetzt. Was kam dann? Marathonläufer sind doch generell eher ein bisschen drahtiger oder skinnier oder wie man auch immer das dann sagen will. Was kam dann dazu, dass es die doppelte Aurelia geworden ist, beziehungsweise jemand, der ganz schön kräftig durchs Leben gegangen ist? Ja, tatsächlich absolut schon immer sportbegeistert gewesen und dann, ich wollte besser, schneller werden und dann kam ich irgendwie zum Kraftsport. Kraftsport wurde mir zu einseitig, funktioneller Sport, turnerische Elemente mit reingenommen, bin dann beim CrossFit gelandet und ja, und dann kam Corona. Yes. Hat alles verändert. Okay, das heißt, CrossFit hast du wie lange gemacht und auch gar nicht auf so einem Hobby-Amateur-Level, soweit ich das einschätzen kann, sondern da warst du auch schon relativ fit unterwegs sozusagen, ne? Ja, doch, ein bisschen auch, also halt Wettkampfniveau, ja. Hab mich dann auch mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Nebenbei, okay. Ja, genau, das habe ich, also CrossFit wirklich gezielt, dann so 4 Jahre lang, genau. Und dachte eigentlich, das ist es jetzt. Aber auch da irgendwie so 100% angekommen, irgendwie bin ich nie. Also das war auch so ein Ding, warum ich mich ständig weiterentwickelt habe bei all den Sportarten, die ich gemacht habe. Es war immer wie so, es ist geil und es fällt dir zu, aber es ist nicht 100% du. Okay, und dann kommen wir zu Corona, was offensichtlich auch positive Auswirkungen auf Menschenleben hatte, so auch jetzt auf deins. Denn was ist passiert oder wie ist es dann zum Basketball aktiv gekommen? Weil ich glaube, du hast vorher Basketball ja immer schon, vielleicht nicht immer, aber schon verfolgt. Seit wann hast du generell die Sportart so auf dem Schirm gehabt oder verfolgt? Genau, da muss ich meiner Mutter so ein bisschen danken. Also wir waren im ersten Amerika-Urlaub, da war ich 1999. Nice. Genau, und da hat sie damals gesagt, hier, also wir sind in Amerika, da müssen wir ein NBA-Spiel mitmachen. Und da war ich damals Charlotte Hornets gegen Knicks. Das war mein erstes NBA-Spiel und dementsprechend durch die älteren Brüder, das war die Michael Jordan-Area, schon immer mitbekommen, ein bisschen mitverfolgt und war schon immer präsent. NBA war okay. Was, ja. Aber du bist ja nie auf den Gedanken gekommen, anscheinend den Ball mal zu nehmen und Richtung Korb zu werfen. Nee, komischerweise war das für mich ein absoluter Männersport, ne, weil für mich immer die Ästhetik und sehr im Vordergrund steht. Also ich will einfach gut in dem sein, was ich mache. Und das war für mich immer ein männerdominanter Sport. Und dann habe ich den lieber zugeguckt und irgendwie nicht auf die Idee gekommen einfach. Ganz komisch, kann ich nicht sagen, warum. Okay, aber jetzt kam irgendwann dieses lästige Covid-Ding. Was ist dann passiert? Meine Ex-Freund, muss ich an der Stelle mal sagen, habe ich das Ganze so ein bisschen zu verdanken. Ehemaliger Basketballspieler und er sagte dann auf einmal, ich meine, gerade CrossFit lebt davon, schwere Gewichte zu bewegen und auf einmal waren die Fitnessstudios zu und dann, ja, Freiplatz ist offen und dann lass doch mal ein paar Körbe werfen gehen. Er hat mir das so kurz erklärt, hier so und so musst du werfen und irgendwie ist er einfach verrückt. Ich habe meinen ersten Korb gemacht und das Gefühl für den Ball, das Ganze, es war sofort, dass ich dachte, fuck, das... Das muss ich sagen. Das ist mein Sport. Also hier darfst du alles sagen. Ja, das war direkt, dass ich wusste, dass es irgendwo, wo du angekommen bist. Und ich, seitdem bin ich irgendwie keinen Tag mehr von dem Sport weg. Das heißt, seit 2019 spielst du jetzt? Oder das Basketballfieber hatte ich dann auch aktiv gepackt? Seit 2019 oder wann war das?
Ja, ist jetzt 1 Jahr und 9 Monate, ja, knapp jetzt, genau. Ja. Und irgendwie seitdem versuche ich alles aufzuarbeiten. Man merkt natürlich so, die Athletik spielt mir natürlich ein bisschen in die Karten, dass ich nicht gerade seit gestern Sport mache. Ja. Aber ich hätte nie geglaubt tatsächlich, dass, weil ich nie mit Ballsportarten zu tun hätte, ich hätte nie geglaubt, dass ich das gut kann. Also, ja. Und das ist so ein Punkt, ich kriege ja auch immer viele Fragen von Leuten und du auch, weil du den Weg ja jetzt sehr intensiv begleitest auf Social Media, vor allem auf Instagram, fragen mich und nachdem wir uns connected haben, dich auch viele Leute, dass sie ein gewisses Alter haben und sich dann fragen, ich bin 28, lohnt sich das noch anzufangen mit Basketball oder soll ich das noch machen? Und ich sage immer so, wenn du dir diese Frage stellst, dann vielleicht nicht. Weil, keine Ahnung, man muss es halt einfach probieren und gucken, ob es das Richtige ist, wie du das gemacht hast und du hast festgestellt, es ist das Richtige und jetzt seit 1 Jahr und 9 Monaten spielst du und was du in dieser Zeit geschafft hast, allein von einem jetzt Coaching-Perspektive und einem Skills-Standpunkt, ist echt crazy, was du da bis jetzt schon gemacht hast oder wo du bei bist. Nimm die Leute doch mal mit, wie es für dich dann angefangen hat, wie intensiv du trainiert hast, wie du trainiert hast, wo du dich informiert hast und wie es auch mittlerweile irgendwie aussieht in deinem Trainingsalltag. Zum Glück leben wir heute in Zeiten, wo YouTube einiges einfacher macht. Das war auch so ein bisschen dann der Punkt, wo ich auf dich gestoßen bin, da du ja da auch recht präsent bist. Und ich habe erst gedacht, okay, gut, du musst lernen, mit dem Ball umzugehen. Für mich war direkt, ich und der Ball müssen irgendwie eins werden und habe dann nach Ballhandling gesucht. Und ich habe wirklich ganz stumpf am Anfang irgendwie angefangen, erstmal irgendwie Handles zu, ein Gefühl zu entwickeln. Und habe mich da einfach durch YouTube durchgesucht und einfach mich auf den Platz gestellt und versucht, einfach überhaupt erstmal den Ball richtig zu bewegen. Ne? Ja. Und für mich ist auch, also dieses, den Punkt, den du angesprochen hast, ist man zu alt, wo ich mir denke, wieso sollte Alter irgendwas limitieren? Solange du gesund und fit bist, einfach machen. Ja, und dann gucken, wo es dann am Ende hing. Und bei mir jetzt, dass ich hier sitze. Ja, wie gesagt, guckt es euch mal an. Du begleitest diesen Weg ja jetzt auch schon ein bisschen länger und man kann sich echt immer wieder einen Eindruck machen und du hast Videos von früher und Videos jetzt und da sieht man ganz klar, 1 Jahr, 9 Monate, was da möglich ist zu machen, ist, glaube ich, jede Menge. Das heißt, du bist am Anfang, hast du geguckt nach Tutorials oder nach Sachen, die du machen kannst und dann, wann ist da dein nächster Step sozusagen, wenn du zurückblickst, wann kam der nächste größere Schritt, sage ich mal, bei der Entwicklung oder wann bist du das erste Mal in den Verein gegangen oder hast gegen Leute gespielt, weil das ist ja immer so, das eine ist für sich selber so ein bisschen anfangen, aber dann kommt es irgendwann dazu, dass du mit anderen Leuten spielst, vielleicht auch mal in den Verein gehst, jetzt ist es ja auch teilweise wieder möglich. Wie waren dann so die nächsten Schritte? Vor allem ein ganz wichtiger Schritt ist so ein bisschen auch die Scham zu verlieren, auszusehen wie ein Anfänger. Also dass man auch am Anfang erstmal vieles nicht hinkriegt. Das ist für mich heute auch noch immer ganz witzig, da ich ja auch immer noch den Content vom ganz am Anfang auf meinem Account habe, weil ich das ja so zeigen will, wie so dieser Weg ist. Und viele dann das nicht verstehen, dass das ja vielleicht von vor einem Jahr ist und sagen, was machst du da und wie sieht denn das überhaupt aus? Die Leute sind schnell darin zu kommentieren, ja, jetzt fängst du hier an und du kannst ja gar nichts. Ne? Das ist so dieses darauf erstmal, dass es ist scheißegal, was andere denken, es geht am Ende um dich. Und das war so, sag ich mal, der wichtigste Schritt für mich, zu sagen, egal was alle sagen, ich mache das jetzt, auch wenn es erstmal irgendwie albern, weil natürlich man denkt, man selber fühlt sich so, ich bin schon voll weit und habe voll die Handles drauf, aber von außen ist das dann was anderes. Und der Schritt war einfach, okay, zu sagen, Schritt für Schritt, einfach Ballhandling war bis heute immer, also das ist eine Sache, die hört auch nie auf, also ne, da einfach stetig die Sachen vom Anfang immer noch mit beizuhaben. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, du musst jetzt mit Menschen anfangen zu spielen. Und das war wirklich so die erste Angst, wenn man sich immer selber auf den Freiplatz stellt. Ja. Dann mal so das Erste war, dass mal jemand gesagt hat, hier hast du nicht mal Bock, 1 gegen 1. Da dachte ich schon so, fuck, oh, das kriege ich gar nicht hin. Und das, aber auch da, einfach machen. Einfach, ich bin immer wieder ins kalte Wasser gesprungen. Und ich kann euch nur sagen, das hilft auch nicht nur, sag ich mal, natürlich, um besser zu werden, sondern auch so im Leben generell zu sagen, du musst die Dinge einfach mal machen und es gibt dir auch ein ganz anderes Selbstvertrauen zu sehen, hey, cool, du kommst im Leben einfach weiter, wenn du die Dinge ausprobierst und Schritt für Schritt einfach nach vorne gehen und und dann erst ein 1 gegen 1 und dann irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt musst du auch mal irgendwie 5 gegen 5 ausprobieren. Und das war es dann, weil da war ich zu der Zeit dann 3, so weiß ich, war 30, in den Verein zu gehen mit Mädels, die 16, 17, 18, vielleicht 24 sind, zu sagen, ey, kann ich bei euch mitspielen?
spiele noch nicht so lange. Ja, da habe ich so nach einem guten Jahr den Schritt, bin ich dann, nachdem Corona es dann zugelassen hat, einfach mal und habe geguckt, was ist hier so an Verein, und bin einfach hin und habe gesagt, wie sieht's aus, kann ich mal mitspielen. Ja. Wie waren dann die ersten Steps? Ich meine, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr das erste Mal in einen Verein geht, vorher noch nie im Vereins-Basketball-Leben irgendwie drin wart, dann ist es ja schon was ganz anderes, als jetzt irgendwie mal ein Layup auf dem Freiplatz machen oder Drills machen alleine. Da sind ja ganz andere alleine irgendwie Korblegerkreisel oder Sachen, die man so nicht kennt, vielleicht vom Warm-up dann oder so. Aber wie war das dann anzukommen in dieser Vereins-Basketball-Welt mehr oder weniger? Ja, es ist bis heute eigentlich immer noch so ein lustiger Prozess, weil ich bin jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr im Verein und es ist ja auch so, ich meine, wir spielen Oberliga, das ist ja mit zwei Trainingseinheiten schon viel, manchmal haben wir ja auch nur eine Trainingseinheit in der Woche. Es ist immer noch lustig, also weil viele denken jetzt ja, man müsste alles wissen, also man steht immer noch da, okay, was, Achterdrill, Elferdrill, okay, was ist jetzt los? Ja, und es ist halt wirklich was ganz anderes. Es ist immer noch viel verstehen, also ich bin immer noch am Punkt, man muss so viel noch lernen und ja, die ganzen Automatismen, die auch noch nicht sitzen, also gerade nur weil dir einmal jemand was erklärt hat, heißt es ja auch nicht sofort, ey, jetzt sitzt und läuft. Das ist auch so mit dem Alter, dass man, ich glaube, manche Prozesse einfach ein bisschen länger dauern, aber Geduld mitbringen und einfach weiter lernen wollen. Und ja, und jetzt hatte ich jetzt meine ersten Spiele auch, meine ersten Minuten. Hast du den ersten Punkt schon gemacht, ne? Ja, ich habe schon meine ersten 4 Punkte im Game. Ja, so fängt es an. Und das ist aber auch das Schöne, weil generell ist der Mensch ja so ein neugieriges Wesen und will sich ständig weiterentwickeln. Und das finde ich so schön, weil wir oft eigentlich mit 30 denkst du bist so ein bisschen gesettelt, man kommt irgendwo an und hat so das Gefühl, manche Punkte so zu stagnieren. Und dass du halt da ständig neuer Input, sich neu weiter auch zu entdecken. Ja. Und deswegen, ich kann es jedem nur empfehlen, einfach ausprobieren. Und was verlierst du? Ja. Wie, dass du auf eventuell ist dann nicht dein Sport ist. Also. Das ist es, ne? Dann stellt man fest, okay, das war es jetzt nicht. Bei dir war es ja so, dass du vorher beim CrossFit oder bei anderen Sportarten, Marathon, dass du es gefeiert hast oder auch relativ gut warst darin. Aber du hast gesagt, so, du hast dich nicht angekommen gefühlt oder es hat sich nicht so wirklich so angefühlt, als hättest du das gefunden. Wie ist es jetzt der Fall? Warum fängt Aurelia in 2 Jahren nicht an mit Skateboardfahren und hat Tony Hawk als Vorbild oder wen auch immer, sondern warum ist es in 2 oder 5 Jahren immer noch Basketball? Es ist, weil Basketball mehr ist wie eine Sportart. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist ein Vibe. Es ist krass. Also ich kann das gar nicht sagen. Ich wurde noch nie so auch herzlich empfangen. Das ist ja auch sowas, dass man so denkt, boah, gerade so ein bisschen, da muss man bei den Crossfittern sagen, das ist ja auch so eine Elite für sich, wo es dann auch das Gefühl ist, boah, darf ich jetzt hier einfach reinkommen? Ist dann natürlich auch am Ende so. Aber ich weiß nicht, dieses Gefühl von, man kommt in so einer großen Familie an. Also ich bin nebenbei ja auch noch Flugbegleiterin und habe das Glück, so ein paar Plätze überall so auf der Welt mal zu erkunden. Und egal, wo du ankommst, es ist sofort, ja geil, scheiß drauf, wie gut du jetzt bist oder nicht bist. Es ist ein 1 gegen 1 geht immer, macht immer Spaß und es ist das Ganze drumherum. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist dieses Gefühl, dass dieser Sport mit sich bringt, dieser Vibe und ich irgendwie bin einfach so angekommen. Ja, und bis heute vergeht kein Tag, wo ich denke, ey, gibt es nicht irgendwo noch ein Zeitfenster am Tag, dass ich irgendwie ein paar Würfe nehmen kann? Und das ist ja auch das Geile. Es ist egal, ob du in deinem Ballhandling, ob du in deinem Werfen, ob du in deinem Footwork, es gibt so ein breites Spektrum, wo du jedes Mal noch dran arbeiten kannst und einfach immer besser werden kannst. Auf jeden Fall. Ich feiere es. Nice. Ja. Das heißt, jetzt haben wir einen Eindruck von dir und deiner sportlichen Karriere und deiner noch jungen Karriere im Basketball vor allem. Aber eine Sache, die bei dir in letzter Zeit auch noch an Interesse, nicht von deiner Seite nur, sondern auch an Zeit und an Möglichkeiten gewonnen hat. Und wenn ihr Aurelia auf Instagram schon folgt, dann werdet ihr es mitbekommen haben. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall höchste Zeit. Ich packe natürlich alles hier unter das Video. Deine Leidenschaft und dein Interesse, was die NBA angeht. Das war ja auch schon jetzt vor deiner aktiven Karriere sozusagen mal da, mit dem ersten Besuch 99 und so weiter.
Jetzt hattest du aber die Möglichkeit, diese Saison schon ein paar NBA-Games live zu sehen und auch so ein bisschen in dieses NBA-Live mehr oder weniger reinzuschnuppern oder dir da mal einen Eindruck von zu machen. Das würde ich gerne als letzten Themenblock sozusagen noch einmal ansprechen, weil es, glaube ich, was ist, was vielleicht noch nicht jeder da draußen gemacht hat, sich ein NBA-Spiel live angucken. Wie war das? Was hast du gesehen? Was waren so deine Eindrücke und was erlebst du so gerade damit? Es ist was, was uns in Deutschland fehlt, so mit dem. Also es ist unfassbar schade zu sehen, wie wenig Aufmerksamkeit Basketball generell in Deutschland bekommt. Mhm. Auch vor allem, das ist auch was, es ist, widerspricht sich für meiner Meinung nach nicht, weil ich viel jetzt die NBA verfolge und trotzdem die Aufmerksamkeit auch den Frauen gegenüber, dass die Frauen sich anfangen, mehr für Basketball zu interessieren. Ich weiß auch nicht, für mich selber, für mich ja auch, die Frage, warum hat man sich damit nicht so befasst? Und ich mit der NBA, das ist einfach gerade, ich wünsche mir so sehr, warum ich das auch so zeige und vermitteln will, weil das ist was ist, was so geil wäre, wenn wir es auch mehr noch nach Deutschland mit rüber holen würden. Und ich einfach gern zeigen möchte, wie geil dieser Sport ist, ja. Und auch in der Entwicklung der Spieler in Deutschland, dass die NBA da steht, wo sie steht, ist eben, weil sie so viel macht von Kindesbeinen her auf, von der Schule, was die Möglichkeiten, die offeriert werden, wo in Deutschland einfach die Entwicklung, da ist so wenig Support, da ist so wenig, was gemacht wird. Und ja, das ist so, ich als Sportler ist es für mich einfach nur geil zu sehen, was die machen mit ihren Spielern, wie die Entwicklung ist, was sie investieren, und deswegen ist es für mich einfach geil zu sehen und zu verfolgen, weil das einfach krasse Athleten sind. Und andererseits das einfach zu zeigen, um zu sagen, hey, wo ist unser Mangel in Deutschland, was können wir vielleicht verändern, wo sollten die Mädels mutiger sein, viel mehr noch in den Sport zu investieren. Ja. Das Problem ist ja auch immer so ein bisschen Profisport, er zahlt sich gerade für Frauen kaum aus, ne? Da ist einfach wenig, was hängen bleibt, selbst für die Männer im Basketball ist es schwer. Und ja, deswegen, ich will einfach so gerne das mehr aufzeigen und hoffe, durch die Faszination der NBA mal gucken, was dadurch vielleicht noch in Deutschland möglich ist. Vielleicht auch mal eine neue Trainingsstätte zu eröffnen, zu gucken, wo kann man wirklich auch mit weniger Kosten es Kindern ermöglichen, auch mehr in die frühe Entwicklung schon rein zu investieren, weil man muss natürlich irgendwo auch früh anfangen, gerade wenn du aufs Profi-Level kommen willst. Aber auch bei den Frauen, das ist einfach ein wahnsinniger Mangel. Ja. Da. Das heißt, du hast NBA-Spiele gesehen, hast du auch schon mal ein WNBA-Spiel gesehen oder sind da Pläne? Da sind auf jeden Fall Pläne. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die neue Saison, also wenn es dann jetzt hier losgeht. Ja. Definitiv, dass ich da mir jetzt auch mehr angucken werde. Ja. Aber tatsächlich muss man schon ehrlich sagen, für mich als Frau, ich gucke schon auch einfach gerne den Männern zu. Das muss man einfach mal so sagen. Da ist halt schon auch noch so eine gewisse andere Athletik, aber da werden auf jeden Fall auch ein paar WNBA-Spiele folgen. Ja. Aber aktuell feiere ich jetzt erstmal, dass Weihnachten und Silvester ansteht und ein paar schöne Spiele hoffentlich dann auch noch stattfinden werden. Das ist immer so eine Sache aktuell, die man sich dann angucken kann. Ja, und dann bin ich auch richtig gespannt auf die nächste Saison. Aber das heißt, wenn ihr das Video seht, haben wir wahrscheinlich den ungefähr 27. oder so. Heute ist ja Sonntag, wenn ihr das Video guckt. Und ich glaube, dass du dich, wenn das Video hier online geht, schon in Amerika befindest und auch jetzt geplant hast, zwei Spiele zu gucken, wenn ich mich nicht irre, oder? Was steht für dich jetzt gerade an? Ja, am 27. bin ich Netz gegen Clippers, am 27. Also ich werde ist das der Sonntag? Wochentag, keine Ahnung. Ja, okay. 24. ist Freitag. Genau. Nee, das ist dann der Montag, glaube ich. Ja, genau. Ich werde mich am 23. auf dem Weg dann nach L.A. begeben und freue mich für all die, die es nicht jetzt, ist wichtig zu wissen, ich bin großer Damian Lillard-Fan und dementsprechend Trailblazers Fan, und ich hatte jetzt das Glück, mir zuletzt schon das Spiel gegen Hornets anzugucken, live vor Ort, und Damian Lillard fasziniert mich. Mir war gar nicht bewusst danach, ich wusste, dass er nicht so groß ist, ne? Aber der ist ja nur 1,88. Ja. Diese Athletik und wie Wahnsinn. Und dann macht er sein erstes, also hier Season High in Game, seinen ersten Dunk in der Season, wie der da einfach mit einer Verteidigung trotzdem den Dunk reinmacht. Wahnsinn. Yes. Genau, und deswegen muss ich mir am 31. dann das Game gegen die Lakers live
Nice. Angucken. Das heißt, wenn ihr League Pass dann guckt, dann könnt ihr Ausschau halten. Ich glaube, 8. Reihe, 10. Reihe, wo bist du? Ja, dann könnt ihr Aurelia vielleicht noch sehen an den Weihnachts- und Christmas-Games. Kleine Side-Note, Damian Lillard, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, gibt eine super Doku für alle, die auf Dokus stehen, License to Lillard, bevor der in die NBA gekommen ist. Die skizziert so ein bisschen seinen Weg in die NBA, wo man auch ein bisschen reinschnuppern kann, wie er damals schon Athletik trainiert hat und so, ist auf jeden Fall immer super interessant zu sehen. Nice, das heißt, NBA-Thema wird bei dir auch immer mehr, dass du persönlich und live die Spiele guckst, das ist natürlich geil. Letzter Punkt vielleicht noch von der NBA, du hast den Transfer nach Deutschland gedanklich schon mal so ein bisschen gemacht. Wie sieht es aus mit deutschem Basketball? Da bist du, glaube ich, vor allem lokal bei euch so ein bisschen hinterher oder verfolgst das? Verfolgst du irgendwie die BBL oder Euroleague oder so? Ja, ich komme ja aus einer, also aus einer Bundesliga-Stadt, also Gießen 46ers, Shoutout an der Stelle. Ja. Genau, verfolge ich auch. Nicht ganz so, man muss ja mal ehrlich sein, wie die NBA. Ja, aber definitiv auch ein Punkt, super interessant, super spannend, das so ein bisschen mitzukriegen. Gießen ist eine kleine Stadt. Ja. Ne, einfach cool zu sehen, aber trotzdem auch wieder schade, weil man kriegt halt wirklich diesen krassen Vergleich mit. Ne? Und das ist schon wieder traurig. Deswegen auf jeden Fall der Fokus mehr mit meinem Account, viel mehr Aufmerksamkeit, auch lokaler Sport, Mädels, Basketballsport bei uns mehr. Freue ich mich auch auf den Sommer, weil 3x3, ich hatte mich ganz ins kalte Wasser geschmissen, dass ich ein 3x3-Turnier spontan, obwohl da wirklich meine Skills noch ganz woanders waren, einfach mal mitgespielt und da auch zu gucken, was da so im Sommer dann geht und viel mehr zu zeigen, ja, was einfach möglich ist und auch, wenn man eben nicht Richtung Verein, gerade beim 3x3, bei den ganzen Turnieren, muss ja auch nicht im Verein sein und trotzdem mitzocken. Ja. Vielmehr die Aufmerksamkeit auf Basketball in Deutschland. Ja. Nice. Einfach machen, ist, glaube ich, so das Stichwort. Und wir werden auch einfach machen. Heute hattet ihr die Chance, Aurelia kennenzulernen, hier bei Paul Gude trifft am Sonntag. Und wir werden noch ein bisschen jetzt auch auf den Platz gehen und ein, zwei Sachen machen. Und vielleicht auch nochmal die Kamera laufen lassen oder mitnehmen. Dann bekommt ihr eventuell nächste Woche einen Eindruck von dem, was wir hier im Basketballatelier an Trainingsgeschichten machen. Weil ich auch immer verfolge, was du so machst, dann kriegst du hier mal einen Tipp oder da, gucken wir, wie man noch was optimieren kann an deinem Game, sind da im guten Austausch, deswegen gibt es noch die Trainingseinheit. Dir viel Spaß schon mal in LA und beim Christmas New Year NBA Trip, deinem nächsten. Vielen Dank, dass du heute Gast warst. Ihr checkt Aurelia ab, ich packe alles in die Beschreibung wie immer und dann macht euch noch einen schönen Sonntag.